To ensure the welfare of your prehistoric animals and attract even more guests to your park, two additional enclosure types will be available to house the new avian and marine species the aviary and lagoon enclosures. The aviaries offer modular construction, allowing you to craft dynamic enclosures, viewing galleries, and hatcheries making these giant domes the perfect place to safely secure and view your flying reptiles. Lagoons are new, impressive, modular aquatic habitats. They can include a marine hatchery and a viewing gallery, which offers a spectacular experience for your guests during feeding time. These additional enclosures and animals will offer your parks new opportunities. And New Challenges. Und das war ein weiterer Parkmanagement-Guide von Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen jetzt nochmal ein wenig genauer darauf, denn man konnte wieder viele, viele Sachen sehen. Und das Hauptthema sind diesmal die Gehege. Erstmal wunderschön. Diese gemäßigte Landschaft gefällt mir richtig gut. Aber die haben wir auch schon, glaube ich, mal gesehen, ne? Genauso das your Bild your ungefähr. Your... Viele coole Dekomöglichkeiten mit den ganzen Bänken, Lampen und sowas. Also da sieht man wirklich sehr viel in diesem Video. Hier hinten die Felsen sehen echt cool aus. Und dann hier die coolen Becken, wo man dann diese Beobachtungsgalerien anbringen kann. Und natürlich auch die Haifieder. Und das hier ist die Ausbrütstation. Das sieht schon alles sehr cool aus. Hier sieht man übrigens auch, dass die Unterwasserlebewesen gerne mal an die Oberfläche schwimmen. Da sieht man es nochmal besonders. Hier auch übrigens eine noch nicht zu 100% bestätigte Spezies. Ist, glaube ich, der Tylosaurus, wenn ich ihn richtig ausspreche, oder Tylosaurus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das für eine ist. The aviary zu 100% steht es halt, wie gesagt, noch nicht fest. Genau, wie man diese ganzen Voyeren und so platzieren kann, das haben wir ja mittlerweile schon gesehen. Also da kann man wirklich so ein bisschen mit diesen Formen seiner eigenen Voyeren dann basteln. Aber das ist halt nicht zu 100% frei vom Bauen, aber man kann es trotzdem dann so nach Belieben so ein bisschen erweitern, ne? Also finde ich gar nicht so schlecht, das System, muss ich sagen. Und man kann dann auch in diesen äh, Aviarien auswählen, an welcher Position, also es gibt dann zu, zumindest bestimmte Auswahlpunkte, wo man dann diese Beobachtungsgalerien für Besucher platzieren kann. Und dann hat man da auch wenigstens so ein bisschen Variationsmöglichkeiten und kann selber entscheiden, wo die halt ungefähr platziert sind. Also ganz frei bauen kann man es natürlich nicht, aber man kann zum Beispiel auch hier den, den Untergrund wechseln und die Pflanzen und sowas selber dort auswählen in diesem Gehege. Das muss man dann auch der Spezies anpassen. Und es können auch verschiedene Flugspezies in einem Aviarium zusammenleben. Dabei ist es aber dann wichtig, dass es groß genug ist, damit sich die Territorien nicht überschneiden. Hier sieht man das übrigens auch. Hier sind die Morphodon, hier ist ein Pteranodon. Also die können zusammenleben, aber man muss halt wie gesagt darauf achten, dass die auch von den Bedürfnissen dann glücklich sind. Ansonsten können die auch aus dem Aviarium ausbrechen. Are new, hier sehen wir nochmal ganz viele coole Deko-Sachen. Also da gibt es wirklich viele Sachen zum Platzieren, das ist echt schön. Marine... Und Leute, achtet mal hier drauf. Das könnte die Flosse sein von dem einen Screenshot, den wir gesehen hatten. Marine... Ah, das könnte halt wirklich die, in Anführungszeichen, Haiflosse sein. Die wir so ein bisschen in unserer Hoffnung für den Megalodon gehalten haben. Wie man gesehen hat auf dem Screenshot. Es ist, glaube ich, von dem Tylosaurus einfach die Schwanzflosse. Wenn es der Tylosaurus ist, ne? Kann auch ein anderer Mosasaurus sein. Oder eine andere Mosasaurusart. Ja, das sieht auch so cool aus, wie der hier rausjumpt. Alles mega cool aus. Ich bin echt geflasht. These additional and animals. Das ist die bis jetzt noch unbekannte Spezies. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal einiges in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das ist. We'll offer your parks new and new nochmal ein wunderschönes Bild, das können wir eigentlich nochmal aufmachen. Dann kann ich euch nämlich nochmal ein paar Sachen sagen. Denn dann fangen wir erstmal bei den Landsauriern hier an. Äh, bei denen ist es so: es gibt ja verschiedene. Zäune mit verschiedenen Sicherheitsstufen und die Dinosaurier haben auch verschiedene Sicherheitsstufen. Und wenn der Dinosaurier zum Beispiel eine Stufe von 2 hat und man einen Zaun von Sicherheitsstufe 3 dann in, bei diesem Dinosaurier benutzt, kann der Dinosaurier nicht ausbrechen aus dem Zaun, allerdings greift er, wenn er unzufrieden ist, trotzdem den Zaun an und kann sich dann dabei verletzen. Wenn allerdings der Zaun eine kleinere Sicherheitsstufe hat als der Dinosaurier, wenn das hier eine 2 ist, der Zaun eine 1, dann kann natürlich der Dinosaurier den Zaun auch zerstören und aus dem Gehege ausbrechen. Und was auch neu ist, wenn zum Beispiel Velociraptoren und Dilophosaurus, also kleine Fleischfresser, einen Zaun um ihr Gehege haben, welcher nicht unter Strom steht und eine zu geringe Sicherheitsstufe hat, äh, und wenn die dann unzufrieden sind, können die sogar über den Zaun jetzt rüberklettern. Das ist auch neu. Machen sie allerdings auch nur bei Zäunen, die keine Stromzäune sind. Ansonsten greifen die die ganz normal mit ihrem Kopf und Körper an. Bei den Aviarien kann ich nochmal sagen, also man kann halt diese Beobachtungsgalerien dann so ein bisschen auswählen, an welcher Position die sich befinden. Und auch die Brutstation. Also da wo die Dinosaurier freigelassen werden, da kann man auch auswählen, wo die ungefähr platziert werden. Und es ist dann natürlich auch so, denn die unzufrieden sind, büchsen die aus, das sieht man hier nochmal ganz gut. Dann können die auch in den Park fliegen und Besucher angreifen, die Flugsaurier. Und was auch neu ist, in Jurassic World Evolution 2. Diese Jurassic Touren, die man ja durch den Park führen kann, hier sieht man glaube ich auch die Strecke, die kann man auch an bestimmten Punkten dann durch dieses Aviarium hindurchführen und dann haben die Besucher nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Bei diesen Becken ist es dann so, dass man die auch so modular erweitern kann. Das funktioniert dann ungefähr genauso wie bei den Aviarien, dass man halt so einen runden Kreis platziert, dann hier daneben den nächsten runden Kreis platziert und die dann verbunden werden. Da kann man die Form dann auch selber so ein bisschen anpassen. Dann kann man natürlich hier diese Beobachtungsgalerien oder Besuchergalerien an bestimmten Punkten platzieren, zum Beispiel hier, hier und hier sieht man das. Die können dann auch runtergefahren werden und dann haben die Besucher auch nochmal eine Unterwasseransicht. Dann kann man natürlich auch noch den Haifieder platzieren, den haben wir ja auch schon gesehen, wo dann der weiße Hai rausgefahren wird und große Meeresreptilien dann sich diesen auch einverleiben. Außerdem können für kleinere Meeresreptilien dann auch Fischfutterspender platziert werden, wo dann so einzelne Fischschwärme mit kleineren Fischen freigelassen werden, die sie dann auch äh, verspeisen können, um Nahrung zu sich zu nehmen. Und man kann natürlich auch hier die äh, Arten untereinander vermixen. Das heißt, man kann verschiedene Meeresaurier in ein Becken freilassen. Allerdings ist es dann natürlich dann gefährlich, dass äh, zum Beispiel Mosasaurus ein Plesiosaurus verspeisen würde, weil er einfach größer ist und dann äh, sich denkt, mit einem Haps ist der im Mund. Und da muss man natürlich dann auch gucken, welche Arten zusammen funktionieren und welche nicht. Die Meeresreptilien können aus diesem Becken übrigens auch nicht ausbrechen. Ich meine, wo sollen sie auch hin, ne? Wenn sie hier die Wand einschlagen würden, können sie ja nicht auf einmal an Land gehen und dann loslaufen. Das würde ja nicht funktionieren. Also, die können nicht aus dem Becken hier ausbüchsen. Allerdings, wenn man die nicht füttert, können sie dort verhungern. Und ja, Leute, das war wieder ein Parkmanagement Guide von Jurassic World Evolution 2. Ich finde, wir haben wieder richtig coole Sachen gesehen, coole Informationen bekommen. Falls ich was übersehen haben sollte, schreibt's gerne in die Kommentare. Das Originalvideo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.